Ich bin eigentlich aufgewachsen in einer kulinarischen Familie und dadurch hat sich das ganz schnell ergeben, dass ich eigentlich Koch bin nach der Fußballkarriere. Jamie Oliver hat mich eigentlich zum Kochen gebracht, weil es alles cool war, lässig. Natürlich sieht der Alltag heutzutage ein bisschen anders aus wie beim Jamie Oliver. Meinen Stil kann man beschreiben als modern, puristisch und sehr weltoffen. Bei uns im Stüber steht eigentlich das Produkt am Vordergrund. Das ist für uns alle wichtigste, die Produktqualität. Auf das bauen wir eigentlich unsere Küche auf. Und natürlich unsere Soßen. Soßen sind bei uns in der Küche auch sehr wichtig. Also unser Credo ist, jeden Tag besser zu werden. Das lebe ich auch, glaube ich, jeden Tag sehr gut vor, damit das funktioniert. Natürlich finde ich einen Ausgleich in den Ischgl-Bergen, wenn wir es schon direkt da leben. Weil du kannst snowboarden gehen im Winter, ist eigentlich schon ein Kurzurlaub, wenn man mal länger wie 2 Stunden Zeit hat, was selten der Fall ist, aber man ist lockerer. Und man, ich glaube, umso lockerer man ist, umso näher kommt man Perfektion nahe. Man ist ein junges, kreatives, hartarbeitendes Uhrwerk eigentlich bei uns in der Küche. Bei uns muss eigentlich alles passen, die Motivation, jeder Handgriff. Und dann funktioniert es eigentlich, dann kann man erfolgreich sein. Das Team ist da so nun auf. Das große Ziel ist die 4. Haube. Aber der Gast bleibt trotzdem das Wichtigste, weil es bringt einem die größte Auszeichnung nichts, solange das Lokal leer ist. Ich glaube, Koch des Jahres, es ist eigentlich dann auch irgendwo Team des Jahres. Es wäre nicht möglich ohne die ganzen vielen Helfer im Team, ohne Caro, ohne Sarah, ohne Philipp, ohne Selim und so weiter. Das funktioniert nicht. Natürlich steht der Gast an erster Stelle. Aber Koch des Jahres, das wird man eigentlich nur einmal im Leben und das ist eine phänomenale Auszeichnung.